Servus, grüßt euch. Ja, heute ist mal wieder so ein schönes Wetter. Da habe ich mir gedacht, drehen wir den Film draußen im Garten. Meine Blumenwiese, die ist mittlerweile auch schon ganz schön gewachsen. Man sieht die Schmetterlinge oder auch die Bienen, die sind hier richtig fröhlich unterwegs. Das macht mir immer richtig viel Freude. Aber was mir noch viel mehr Freude macht, ich habe heute meinen lieben Kollegen, den Philipp da aus Franken. Servus Philipp. Hallo, servus Michael. Freue mich, dass ich da bin. Ja, gerne. Habe mich richtig gefreut. Ja, und was machen wir heute? Wir diskutieren heute mal über das Thema digitaler Messestand. Da hast du was Schönes ausgesucht. Digitaler Messestand. Ein spannendes Thema. Und natürlich jetzt in Zeiten von Corona absolut der Nerv der Zeit. Ne? Absolut, absolut. Also ich denke, wir werden wahrscheinlich an dem Thema digitaler Messestand nicht dran vorbeikommen. Ich hatte gestern eine interessante Videokonferenz mit einem Kunden von uns und eben auch mit einer Agentur über das Thema digitaler Messestand. Und es ist echt interessant, wie viele Möglichkeiten oder was es da so alles gibt. Philipp, was glaubst du, was ist jetzt wichtig an einem digitalen Messestand? Ich glaube, ich hatte in meinem letzten Video schon über den hybriden Messestand gesprochen, also den, der sowohl offline als auch online verfügbar ist. Ich glaube, wichtig ist, und das macht den digitalen Messestand aus, es darf nicht einfach nur ein Abklatsch sein von einer Veranstaltung, ein Video, sondern es muss eine Interaktion stattfinden mit dem virtuellen Messebesucher, also mit dem, der unseren virtuellen Messestand besucht. Eine Interaktion stattfinden, dass einfach das Dabeisein mit aufgenommen werden kann. Ja, also was gestern auch ein ganz interessantes Thema war zu dem digitalen Messestand, das ist zum Beispiel der Livestream oder absolut eben dann auch der Expertenchat. Das heißt also gerade, wenn man ja jetzt, sage ich mal, online sein Produkt präsentiert, dann hat ja der Messebesucher, der Digitalbesucher, hat ja dann Fragen irgendwie zu diesem Produkt. Und die muss er gleich stellen können. Richtig, da muss er sofort. Es darf kein Video sein, sondern es muss interaktiv sein. Richtig. Ich muss Fragen stellen können und es muss sofort beantwortet werden. Ja, ja, richtig. Das denke ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, dass da eben dann diesen Expertenchat gibt und das kann man da eben auch einrichten. Genauso auch wie diesen eben Livestream und wo man dann auch sich auf diesem Livestream dann wieder aufschalten kann. Ja, was glaubst du, was ist noch wichtig beim digitalen Messestand? Ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach auch die Frage stellt, wie platziere ich meinen digitalen Messestand oder was sind die einzelnen Bereiche, dass man also nicht sagt, ich habe einen Bauchladen, wo ich einen Wirrwarr von allen Möglichkeiten habe, sondern so wie ich auf einem normalen Offline-Messestand eine gewisse Message habe, von Messe zu Messe, gewisse Exponate habe, nicht alles mitnehmen, sondern nur einzelne Dinge, muss auch der digitale Messestand geordnet sein. Ich muss meinen Besucher führen können durch den Messestand, dass ich einfach da dieses Chaos des Online-Verfügbaren nicht habe, sondern eben schön kanalisiert die Informationen, die ich jetzt auf dieser Messe, in diesem Messebereich einfach anbringen möchte. Was sich da gestern auch herauskristallisiert hat, also gerade was der Philipp jetzt angesprochen hat, also was glaube ich gar nicht so wichtig ist, dass man also jetzt einen riesengroßen Messestand hat, sondern wichtig ist, dass einfach das Erscheinungsbild stimmt, dass man da eben einfach das Logo von dem Kunden und dann eben die verschiedenen Punkte bzw. die Buttons, wo man dann eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel Expertenchat, Livestream und solche Geschichten. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Geschichte, auch gerade dieser Expertenchat oder der Chat, weil auf einer Messe, da haben wir die Möglichkeit, da können wir Shake Hand machen, ja, wir können uns in die Augen schauen und können dann über das Produkt sprechen, wir können das Produkt streicheln und ich denke, das fehlt dir halt, ne? Richtig. Das fehlt dir beim Online-Messestand. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwo schon die Schwierigkeit, das eben beim digitalen Messestand zu transportieren. Ich glaube, wir haben viele Vorteile. Wir haben eine große Erreichbarkeit, eine große Reichweite. Wir haben die Möglichkeit, wir müssen nicht jeden Kunden jetzt, gerade wenn wir international denken, nicht jeden Kunden aus Feuerland einfliegen Richtig. Lassen, sondern wir haben die Möglichkeit zu sagen, regional kann ich die Messe besuchen,
überregional kann ich dann eben online an der Messe teilnehmen, kann mich online eben einbringen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil. Nichtsdestotrotz darf man aber natürlich den Offline-Messestand auch nicht vergessen, den definitiv, klassischen Messestand. Definitiv, aber ich denke, es wird einfach in Zukunft, wird es einfach so dieser Mix werden, dass man eben offline hat und online hat und gerade wie es der Philipp eben angesprochen hat, gerade das Internationale, da werden eben viele Firmen überlegen, muss ich jetzt meinen Mitarbeiter dorthin fliegen lassen mit Hotelkosten, ja. Spesen etc. Wir kennen sie selber. Ja. Ah, der Aloysi hat auch mal kurz gekräht. Das ist unser kleiner Zwerghahn. Ja, es ist halt einfach live. Ja. Das ist das Schöne an dem Digitalen, dass man einfach mal so ein schönes Video drehen kann, ja, mit meinem lieben Kollegen, ja, und einfach mal so eine schöne Diskussion führen kann. Ich glaube, wir bewegen uns generell auf eine Zeit zu mit einer gewissen Hyperrealität. Das heißt, die Dinge verschmelzen, es verschmilzt online mit offline, es verschmilzt Realität mit fiktiven Dingen. Wenn man jetzt anschaut, Filme wie Game of Thrones oder Musikvideos, wenn man so sieht, das wäre alles ohne diese Hyperrealität gar nicht möglich. Ja. Auch das wird in die Messewelt einhalten. Ja. Das heißt, ich habe schon einen echten Messestand, aber er wird hyperreell, indem ich sage, ich habe Features, die sind online verfügbar, oder auch auf dem Messestand habe ich gewisse Dinge, die hyperreell verfügbar sind, über Monitore, über LED-Skins, über verschiedene Video-Applikationen, über Motion-Skins. Also da gibt es tausend Möglichkeiten, dass eben das miteinander verschmilzt, und ich glaube, das ist der Messestand der Zukunft. Und da merkt man halt, das ist der Youngster, ich bin ja eher der Older. Für mich ist natürlich das Digitale, ja, fremd kann man jetzt nicht sagen, also klar, ich habe mich jetzt damit auch befasst, aber der Youngster, der ist halt schon, sag ich mal, brennt das Feuer, voll digitalisiert, die Uhr, die quiekt und das Handy quiekt. Aber das ist die Zukunft, Michael, ja. So wird es sein. Wir werden unsere Besucher online erfassen auf der Messe, wir werden Besucherauswertungen machen können über die Handys. Wir können auch jetzt im Corona-Zeitalter die Steuerung, wer wann an welchem Messestand war, wer wann die Messehalle betreten hat, das mag er auch mit diskutieren, ja, das werden wir online machen. Das werden wir hyperreell machen, indem wir einfach sagen, es werden QR-Codes abgescannt, es wird viel, viel mehr verschmelzen. Die klassische Messewand wird viel, viel mehr mit Elektronik verschmelzen. Das ist eigentlich der große Vorteil damit bei dem digitalen Messestand, dass du eben, sag ich mal, die ganzen Besucher, die müssen sich ja dann irgendwo registrieren, und du kannst natürlich hier denjenigen viel besser tracken, nennt man das, habe ich jetzt gehört. Ja, also, und man hat natürlich dann, also gerade jetzt vom Unternehmerischen her, man hat dann auch die Möglichkeit, diese Leads ganz einfach in sein vorhandenes CRM-System zu übernehmen. Immer datenschutzkonform natürlich. Richtig, also auch genau, das muss man natürlich beachten, dass da der Datenschutz gewährleistet wird. Ganz wichtig. Aber das ist möglich, ja? Ja, absolut möglich. Absolut. Und wir werden einfach auch da feststellen, es werden auch die klassischen großen Messestände im Doppelstock mit Bewirtung, mit Kantine, mit eigentlich schon Wirtshauskultur, das wird sich auch verändern, und wir werden wirklich mehr zu den exklusiven Mietmesseständen gehen, wo man sagt, man hat also weniger aus Holz geschreinert, irgendwo einen Messestand, den man 30 Jahre verwendet, der dann so eine Almhütte darstellt oder wie auch immer, sondern es wird immer schnelllebiger sein. Wir werden immer schneller drehen, weil einfach auch die Informationen sich schneller, die Halbwertszeit der Informationen richtig, schneller gerade die Grafiken, ist, die Techniken. Was ich, die Message, die ich praktisch rüberbringen will an den Messebesucher. Gut, das ist natürlich auch beim digitalen Messestand, habe ich natürlich da auch wiederum die Möglichkeit, viel einfacher und auch kostengünstiger neue Produkte an den Mann zu bringen oder zu präsentieren. Ja, also das denke auch zu reagieren. Wir leben in einer so schnellen Zeit, dass man jetzt gerade wieder aktuell Corona, wenn man jetzt anschaut, das war verschiedenen Covern von Modezeitschriften, wo einfach die Modezeitschriften innerhalb von Tagen auf das Thema Corona reagiert hat. Sei es mit Covern, mit Masken, ich möchte jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen, aber man muss heutzutage in dieser reellen Informationszeit, wo man innerhalb von Sekunden Informationen aus der ganzen Welt bekommt, muss auch der Messestand variabel sein, modular sein, anpassbar sein. Es bringt mir nichts, einen Holzstand gebaut zu haben, wo die Informationen über 5, 6, 7, 10 Jahre die gleichen sind, sondern man muss reagieren können. Man muss up-to-date sein und schnell sein. Und das schaffe ich eben mit einem
hybriden Messestand, wo ich sage, ich habe die Möglichkeit, den Messestand zu mieten, ich habe die Möglichkeit, den zu verändern von Messe zu Messe und habe die Möglichkeit, ihn online dann eben auch für nach dem Messezeitraum auch noch verfügbar zu halten und auch den schnell anpassen zu können. Also ihr merkt, das digitaler Messestand oder das Thema digital, das ist schon, sage ich mal, sehr breit und groß gefächert. Absolut. Und da könnten wir wahrscheinlich jetzt hier noch stundenlang diskutieren. Ach, so lange hält der Akku gar nicht. Ja, genau. Aber dafür haben wir für euch dann auch noch einen Link, wo wir eben ganz interessante Informationen für euch haben. Und natürlich sind wir, also der Youngster oder der Older, für euch jederzeit als Ansprechpartner da. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unser Video anschaut und gerne auch mal einen Kommentar abgebt. Da würde ich mich sehr drüber freuen, oder auch der Philipp. Und ja, jetzt sage ich einfach Servus für Gott, bleibt gesund. Euer Messebau-Opa Michael und der Philipp von Klipp. Nicht vergessen, folgt uns, abonniert uns auf YouTube und Messebau-Opa Michael, Philipp von Klipp. Gerne, er hat schon gesagt, Kommentare immer hinterlassen, dann machen wir das nächste Thema gerne nach euren Wünschen und so können wir das Ganze ein bisschen mit einbringen. Interaktiver. Interaktiv und digital. Servus. Viert euch, servus.